Salam alaikum. Ich Respekt, dass hoffe. du online kommst. Warum, Leute? Was passiert? Ich war gar nicht Dings. Ich habe gerade. Hat Fan heute gespielt? Ihr habt auf jeden Fall Erlaubnis. Heute wird kein Gala-Fan gebannt, Leute. Es sei denn, er beleidigt. Ihr könnt provozieren bis zum Gegner nicht mehr. Ach, Fenerbahce, ach. Ihr seid so schadenfrohe Seuche, Digga. Was soll ich euch sagen? Ich habe keine Emotionen mehr. Ich schwöre bei Gott, beim 1-0 habe ich mich nicht gefreut, beim 2-0 habe ich mich so ein bisschen gefreut. Ich kann mich nicht mehr freuen, wenn Feyenoord 1-0 führt, weil dieses 1-0 ist nix. Ich freue mich erst bei 2-0. Und sogar da schaffen die es, dass man wieder Herzinfarkt kriegt. Die kriegen es hin, es ist nicht normal, Bruder. Wallah, ihr könnt mir nicht sagen, dass das normal ist, was Fenerbahce macht. Das ist einfach nicht normal. Und dann beim 3-2 hatte ich richtig Hoffnung, da war ich richtig glücklich. Aber an dieser Stelle, wenn wir schon gerade so viele Leute sind, soll das auch ruhig jeder mitbekommen. Nimm meine Hand. Alle Gala-Fans, hier, nimmt meine Hand. Ich gratuliere euch zu der Meisterschaft. Ich meine das ernst. Ich lache nicht, Bruder. Es gibt auch nichts mehr zu lachen. Chat lacht zwar gerade, aber es gibt nichts mehr zu lachen, Leute. Nimm meine Hand. Tamam. Haben wir das geklärt? Galatasaray ist Meister 2022-2023. Kann man nichts machen, Bruder. Was willst du denn jetzt machen? Soll ich das jetzt verleugnen? Soll ich sagen, nein, die Erde ist nicht rund, die Erde ist flach? Soll ich offizielle Sachen, die uns gezeigt werden, die Feste, soll ich lügen? Kann Gala lügen, wenn die sagen, nein, Fener hat uns nicht 6-0 in Kadıköy? Können die nicht. Genauso kann ich nicht lügen, wenn ich nicht sage, jetzt Gala ist Meister. Fertig, aus. Und nur so schaffst du es als Fener-Fan noch zu leben. Nee, nicht mal zu leben, weil wir leben sowieso nicht mehr. Wir überleben nur noch seit Jahren. Leben, das Leben ist sowieso schon vorbei. Sobald du Fener-Fan bist, bist du gefickt. Aber es ist eine Krankheit. Man kann sich nicht aussuchen, wenn man Krebs bekommt, bekommt man Krebs, Bruder. Gott soll uns alle beschützen vor Krebs, ne? Ich möchte mich nicht lustig darüber machen. Aber, ich schwöre, hast du eine Frau? Hast du eine Freundin oder so? Wie soll ich jetzt dieses Beispiel geben, ja? Zum Beispiel, wenn man eine Frau hat oder Freundin oder was weiß ich was. Die Leute schieben doch immer so Liebeskummer, ne? Ich hatte das zum Beispiel auch noch nie, dass irgendwie, keine Ahnung, eine Frau mich verletzt hat. Deswegen, wie soll ich das, Dings? Hat schon mal eine Frau verletzt? Mich, ja klar. Und wie war das so? Wie hat sie dich verletzt? Kacke. Was hat sie gemacht? Kacke. Ist sie fremdgegangen? Fremd? Kannst du drauf scheißen, Bruder. Alles schon bei mir. Also, Hazard, Fala, Hedge, Hazard, Bruder. Und so, letzte Drücke auf einmal aus dem Nichts, Bruder. Sie sagt, nee, das wird nichts und so, irgendwie. Achso, also ihr wollt heiraten, alles, sie hat letzte Drücker Nein gesagt. Ja. Und dein Leben aber war am Ende, ne? Ja, genau. Halt dich fest. Stell dir vor jetzt, ne, diesen Schmerz, den du da hattest, ne? Dieses, was passiert in dir drinnen? Oder ich war so unwohl, ich wollte einfach nichts mehr machen, so. Ich habe angefangen, so, nicht mehr zu arbeiten, sonst was. Ich war einfach jeden Tag zu Hause. Okay, ich sag dir was, diese Liebe, die du da hast, die du da beschreibst, ist nix. Du kannst verheiratet sein, 10 Kinder haben, du trennst dich, bist du getrennt, das kannst du nicht hiermit vergleichen, Bruder. Fenerbahce, ich spreche das auch nur heute so direkt an, weil ich auch heute wirklich losgelassen habe. Also nicht vom Fener, natürlich, ich bin Fener-Fan. Was bei Fenerbahce gerade passiert, das hat mit den Spielern nichts zu tun, das hat mit dem Trainer nichts zu tun, das hat mit dem Başkan nichts zu tun. Wir sind einfach Seuchen. Hak ettik, Moruk. Hak ettik. Jemand hat auf uns einen Fluch gesetzt, das ist nicht normal. Er lässt Mert Hakan spielen, ja? Ne, ist ja Moruk, ich rede lange um den heißen Brei. Ich bin eigentlich nur gekommen, um die Highlights zu gucken, aber ich würde gerne mit euch Seelsorge sprechen. Salamu alaikum. Aus Sikerimbak. Kum salam. Ich rede mit dem, alles gut, ich hab nur Salamu alaikum gesagt. Konuşma, adamı hasret etme, canlı yayındayız Moruk. Yanlış laf atmak istemiyorum. Kimseye bugün saygısızlık yapmak istemiyorum. Adam gibi konuşun. Adamı sinir etmeyin. Tebrikler ediyorum Maus. Heh. Mert, bu makarnanın içinde ne var biliyor musun? Ne var içinde? Chicken. Valla stark. Valla bravo. Bravo. Valla sehr schön. Bravo. Valla bravo. Hak ettim Moruk. Hak ettim. Valla hak ettim. Rede weiter. Bruder, guck mal, du bist 20 Jahre lang mein Freund. Du hast mich gestern aggressiv gemacht, ja.
Tamam. Aber Bruder, ich hab jetzt Wart die ganze kurz, Zeit Ahmed, zugehört. Ahmed, du kleiner Schwanz. Da bitt mir die Yasio. Komm sofort in diesen Talk. Sag mir, ich will dein Surat sehen und ich will, dass du sagst, da bitt mir die. Komm hier rein, du Schwanz. Wallah, reg mich. Mich regen die Fans auf, die noch Hoffnung haben. Hört auf damit jetzt, Digga. Bis bitte der Mädchen bitt mir's. Ben bitte diorum. Und jetzt? Ben bitte diorum. Und jetzt? Denkt ihr, die verlieren gegen Besiktas oder was? Ich schwöre, die werden Besiktas auch. Ich such nur jemanden, den ich heute angreifen kann, wallah. Greif mich an, Bruder, komm. Nein, çünkü senin suçun yok. Anladın mı? Senin hiçbir alakan, hiçbir suçun yok, Maus. Suç kimde abi? Bende. Bence de, evet. Ich bin schuld. Bruder, eigentlich wollte ich hier reingehen, ich wollte dich so fertig machen, aber du tust mir leid, ja. Coach, willst du nicht für mich anfangen? Ich hab keine Kraft mehr, wallah. Also noch ist das Rennen echt nicht vorbei. Das ist halt hey, wirklich Junge, so. Walla, das fuckt mich so ab. Wenn das jemand sagt, ne? Das fuckt mich, das triggert mich so hart. Aber ne? Guck mal, ich sag dir so, wie es ist. Welches Rennen, Bruder? Guck mal, hier kommt welches der Schwanz. Rennen? Dieser Schwanz. Guck mal bitte, Walla, wie er mich aufregt. Ich schwöre bei Gott. Du verstehst es nicht, ne? Was verstehst du? Ich rede. Du denkst schon wieder zu impulsiv. Schon wieder denkst du, weil wir ein Spiel verloren haben, ist alles vorbei. Du hast von deiner Mannschaft losgelassen in 2 Minuten. Wir haben Lani, noch Spiele. Lani, ihr habt gegen Aufsteiger 3 Punkte liegen lassen in so einem Spiel. Willst du verarschen oder das was, stimmt. Mensch? Ihr seid raus, heute Bruder. Heute ist ein harter Tag. Aber wir haben noch 4 Spiele, wovon, sobald sie 2 patzen, wir ein Finale haben. Ganz einfach. Du bist so lächerlich, Junge. Ey, du bist so optimistisch. Das gefällt mir. Ahmed. Das gefällt mir. Bruder, aramızda öyle konuşuyoruz. Canlı yayında en azından konuşma lan. Ich gebe euch jetzt einen Call. Wenn Bruder, Bayern patzen kann, dann kann Galatasaray auch patzen. Dankeschön. Deswegen bist du ein rationaler Schiedsrichter. Ich sage dir jetzt eine Sache, Ahmed. Ich sage dir jetzt eine Sache. Wenn du... Sorry. Wenn du, und ich meine nicht dich, ich meine jetzt Fenerbahçe. Wenn ich sage du, meine ich Fenerbahçe. Wenn du darauf angewiesen bist, dass eine Mannschaft jedes Mal wieder verkackt, dann hast du eine Meisterschaft nicht verdient und ich möchte auch so nicht Meister werden. Weil wir haben es nicht verdient, Bruder. Wir haben es nicht verdient. Walla, das Einzige, was mich noch triggert, ist nicht mal Gala. Walla, ich meine das richtig ernst, Digga. Das Einzige, endlich, was mich Bruder, triggert, ja. Ist diese Leute, die sagen, es ist noch nichts vorbei. Ja, auf jeden Fall, du sagst, wir verdienen nicht, Meister zu werden. Ja. Aber es ist egal. Wichtig ist, den Endspurt richtig zu machen, eigentlich alles zu gewinnen. Und warten, bis die patzen, ganz einfach. So. Bruder, eine Frage. Du Illuminati. Ja? Du Querdenker. Ich? Ja, du. Ich distanziere mich hardcore von dieser Aussage. Du, aber darauf warten? Guck mal, er ist rausgegangen. Lang Ahmed, komm rein. Der hat nur Spaß gemacht. Bruder, er versteht es immer noch nicht. Leute, an alle Fener-Fans, wallah, wir sind sowieso keine Erfolg-Fans. Wenn wir Erfolg-Fans wären, dann wären wir, glaube ich, nicht Fener-Fans. Oder weil wir sind seit 9 Jahren sehe ich keinen Erfolg. Wir sind Fans von der meistgehassten Mannschaft in der Liga. Wir sind Fans von einer Mannschaft, die am meisten versucht wird, kaputt zu machen, weil das die größte Mannschaft ist. Fragt euch mal, warum, Bruder, nicht weil ihr zu groß seid. Es ist vorbei. Rechne nicht mehr. Hör auf zu rechnen. Nächste Woche wird Gala auch Beşiktaş mit Ansage. Deswegen jetzt. dieses wieder 2 Spiele hat Gala gepatzt. Feier hat 2 Spiele darauf, Dings. Dass wir heute gegen Istanbulspor, scheiß mal auf 3-2, hätten wir gewonnen 3-2. Dass wir gegen die nicht 5-0 gewonnen haben, hat mir gezeigt, diese Mannschaft hat das nicht verdient, Bruder. Das kannst du nicht ernst meinen. Das kannst du einfach nicht ernst meinen, Bruder. Damit will ich nichts zu tun haben, Bruder. Und es reicht. Ich bin kaputt gegangen in den letzten, nicht die ganze Saison. Für mich hat die Saison erst vor 4 Wochen angefangen. Ich bin kaputt gegangen. Guck mal, der eine schreibt, Istanbulspor ist aber nicht so schlecht, wie man denkt. Ey, Bruder, ja. Das sind Aufsteiger, ja. Er hat daraus Manchester United gemacht, ja. Er hat Sevilla daraus gemacht. Guck mal, diese Mannschaft hier, die er gesagt hat, die nicht so gut, die gar nicht mal so schlecht ist. Wir reden über diese in den Arsch Mannschaft, die nicht mal einen Fan haben. Bring mir einen Fan! Oder zeig mir einen Menschen, der soll mir jetzt ein Video schicken bei Instagram, der das aktuellste Trikot von Istanbulspor in seinem Kleiderschrank hat. Ich schicke ihm 500 Euro. Jetzt. Er kriegt von mir jetzt auf PayPal 500. Zeig mir einen Fan.
Istanbulspor, Istanbul United, was sind das für Namen, ja? Das sind irgendwelche Müllabfuhr-Organisationen, Digga. Ich würd mal sagen, guck mal, wir reden nicht viel, weil, wie gesagt, ich bleib immer noch meinem Dings treu. Ich hab euch schon gratuliert, Maus, hier, gib mal deine Hand in die Kamera. Nein, nein, hör auf. Ich gratuliere auf. Dir, Maus, oder? Frohe Chance. Dieses Jahr seid ihr, habt ihr verdient, Meister. Ja? Dankeschön, Bruder, Wallah, dankeschön. Ach so, Alkut. Ich sag ehrlich, ich kann die Hand nicht annehmen, weil ich bin auch gelernter Trainer. Und Bruder, es ist nicht vorbei, bis die Saison vorbei ist. Ja, danke schön. Bruder. Ich noch 15 Punkte zu holen. Ich denk wie ein Trainer. Rede. Ich bin wieder glücklich. Rede. Aber es ist so. In einer Minute hat er mich manipuliert. Nein, jetzt Coach, Bruder, guck mal. Du machst dem Bruder hier Hoffnung. Sind schon die Gefühle in der Union, Bruder. Maus. Nein, guck mal, warte. Maus. Kennst du deutsche Jugend oder nicht? Der Junge ist Beispiel für deutsche Jugend. Er denkt rational. Wir sind in der Türkei, wo ein Matt Hakan so ein Recep Ivedik in der nicht-deutsche Jugend. Wir sind türkische IQ von 20 Jugend. Rede das mit Mainz 05, Hoffenheim, wo Jugend auch Jugend ist, nicht von Mert Hakan und Serdar Aziz. Er lässt Mert Hakan, ey Junge, ich kann das nicht mehr sehen, ja, wallah, ja, ich kann das nicht mehr sehen, ja. Mert Hakan, ja, Kapitänsbinde, ja, dann ein Boots, ein Schiff, wie heißt das? Matrose ist bei uns Kapitän, ein Schiffmatrose. Er redet mir von Jugend. Die einzige Jugend, die Fenner hat, ist Arda, der Arme wird von uns ausgenutzt, Amanaköm, ja. Guck mal, das ist Mert Hakan. Ein Matrose. Ein verfickter Matrose. Mert Hakan. Das ist unser Kapitän. Oğlum Fenerbahçe var ya. Dalga geçiyor. Anlamıyorsunuz mu? Ihr versteht das nicht, Leute, ja. Fenerbahçe, ich glaube, die haben diese Jönetim ist Gala-Fan und er versucht, also die haben sich irgendwie mit diesen Fetto-Illuminaten-Kontakte, haben die sich geschafft, so dass diese Jönetim-System zu übernehmen von Fenerbahçe und die machen extra so, machen die Spiele, damit weniger Fener-Fans werden. Weißt du, was ich meine? Also die machen Putsch im Fenerbahçe, damit wir keinen Bock mehr haben auf Fenerbahçe. Ich hab das ja. Ich hab das durchschaut, Bruder. Und wir müssen ganz zu Jönetim einmal rausschmeißen. Und die Spieler, es muss alles von vorne anfangen. Weil alle sind von dieser Illuminati-Sekte. Die spielen nur noch da, damit wir keinen Bock mehr haben auf die Mannschaft. Lange Rede, kurzer Sinn. Scheiß mal auf diese ganze Sache. Galatasaray ist Meister und wir gucken heute, warum.